Mir fällt ja ein, dass ein One Punch Man Spiel in der Mache ist. Ja, das weiß ich, das habe ich auf der Gamescom gespielt. Oh fuck, schon wieder. Aber wie soll ich mir das vorstellen? Kann man das Saitama spielen? Da konnte man Saitama spielen, ja. Besiegst du auch alle mit einem Schlag? Nein. Dann ist das Spiel scheiße. Aber es ist auch scheiße, wenn man nicht alle mit einem Schlag besiegt. Das ist das Problem einfach in der Sache. Fuck. Nein! Achso. Ich wollte gerade die Energiekugel enden. Das war zu spät. So ein Level Upwell sind wir nicht so schlecht, ey. Ja, diese Säbelzahntiger sind voll nervig einfach. Mit Krokodilen werde ich fertig. Außer wenn die sich mich so einkesseln, dann wird's scheiße. So, wo ist, der Dragon Ball ist gleich in der Nähe. Ups. Da ist er ja. Da ist er. Also, wie viele Sterne sind das? Sind das 7, ne? Das sind 7, ja. Alter. So, jetzt mal gucken, wie ich jetzt hier wieder den Weg zurück schaffe. Es ist wichtig, dass ich ein Level Up mir hole. Ups, falscher Knopf. Das ist doch der L-Knopf für die Kamehameha. Werde ich auf jeden Fall gegen die Säbelzahntiger einsetzen. Wie das aussieht einfach. Oh. Wir stoßen hier wirklich an die Gänzen, ne? Naja, der Umsehenzug muss aufpassen. Arbeitst du? Wir ködern die so ein bisschen, ne? Ultranstick Säbelzahntiger, was? Ich habe voll der den Ultranstick. Ja, weil er halt so bedenkenlos ist einfach. Ja. Von einem Krokodil und Säbelzahntigern. Ach, komm schon. Komm, dieser Level up. Ja, Son Goku ist nicht so einfach zu leveln. So. Hasta la vista, Baby! So. Meisten gehen recht schnell. Es gibt auch, glaube ich, einen, der am längsten dauert. Ja, ich würde sagen, den skippen wir, oder? Wir können keine Dragon Ball skippen. Wir müssen alle sammeln! Nur dann kriegt man einen Wunsch. Aber wir haben doch Dragon Ball 7. Wir skippen einfach den 8. Dragon Ball. Wir haben doch auch schon mit den Dragon Ball mit den 7 Sternen. Warum brauchen wir den ersten Stern? Ich meine, wir haben ja schon 7. Weißt du, Dragon Ball basiert ja auf einem chinesischen Roman, Die Reise nach Westen. Und in dieser Mythologie gibt es halt 8 Dragon Balls. Ohne Scheiß. Das wird keine 8 Dragon Balls dauern müssen. Ja. Also 8 mystische Kugeln halt. Sag mal, haben Son Goku und Son Gohan eigentlich Level-Ups gekriegt oder haben sie einfach nur neue Formen gekriegt? Son Goku hat ein Level-Up bekommen. Son Goku habe ich ja eben erst dazu bekommen. Und der ist ja schon Level 35, also nicht schlecht, ne? So, wo fliegen wir jetzt hin? Ja, da, wo Goku drauf zugeflogen ist. Das ist der längste. Ja, mach mal den, sonst wäre es das. Okay. Auf jeden Fall nicht das Schild nochmal benutzen. Ja, mach am besten ein Safe-State da schon mal. Schild benutzen! Ich schwör's dir, wenn die Aufnahme irgendwie abkackt, ne? Ich guck nochmal nach. Aufnahme ist in Ordnung. Der Aufnahme ist abgekackt, weißt du, weil ich den Emulator neu starten musste, weißt du, deswegen. Aber ich habe mir nicht neu gestartet, ich habe jetzt einfach nur Save State neu geladen. Weil ich dachte, man löst das Problem, indem man, weißt, die Einstellung des Emulators ändert, aber es hat nichts gebracht. Also ich muss einfach nur diese eine Weltkartenschild vermeiden. Es gibt ja noch ein zweites hier, das ich nutzen kann, dieses funktioniert halt einwandfrei.
So ein bisschen mehr laufen halt. Ach, hier muss ich mit Vegeta durch. Na dann. Ja, wir wissen noch nicht, wo der Dragon Ball ist, hast du noch nicht nachgeguckt, ne? Er ist aber da drin. Guck, in dieses Gebiet ist er irgendwo. Da ganz tief drin. Das war gerade nicht angezeigt, aber er ist da wirklich. Ah, okay. Dafür brauchen wir Vegeta, ja? Ja. Und nachher dann trotzdem zum Goku, aus irgendeinem Grund. Wir wollten halt Vegeta nicht vernachlässigen, so wie es Toriyama tut. Na dann. Haben wir jetzt eigentlich alle spielbaren Charaktere? Wir haben alle spielbaren Charaktere. Oh. Na gut, es gibt noch einen sechsten geheimen Charakter. Den schaltet man aber erst frei, wenn du mit jedem Charakter den Maximallevel hast. Na, so als Bonus. Was wäre welcher? Mr. Satan. Ah. Und wenn man mit dem das Maximallevel erreicht, kriegt man das geheime Ende des Spiels. Oh, Ninjas! Ist das Naruto? War sein Traum doch eventuell gar nicht so verkehrt. You are my friend! Oh! Die tauchen einfach irgendwo aus dem Nichts auf. Ja, die verstecken sich hinter Bäumen, wo man sie nicht sehen kann. Aber rein physikalisch betrachtet müssen sie die sehen können. Naja. Nur wir können sie nicht sehen. Die Ninjas kann ich ja mal kurz scannen. Ninja! Ne, ja, warte, das will ich doch lesen. Ja. Diese Kriegel haben eine Vollliebe für Heimlichkeit und List. Einige Ninjas verwenden ihr Ninjutsu-Talente für Mold und Diebstahl. Sie nutzen Chakra und Ninjutsu. Und der Bichui. Mit neuen Schwänzigen. Davon gibt's doch nur einen. Ja, aber der hat eben den neuen Schwänzigen benutzt halt, ne? Ja, dieser eine normale Ninja hat den neuen Schwänzigen benutzt. Ganz ja, genau! Das heißt, er ist Naruto. Wir haben gerade Naruto getötet. Er wird niemals mehr Hokage werden können, weil er tot ist. Das ist halt getötet von Vegeta. Der wird gerade voll gegambankt. Was? Fun Fact, in dem aktuellen Boruto-Manga ja. Ist Naruto tatsächlich zwar nicht verstorben, aber er wurde entführt. Naja. Ist er nicht irgendwie einer der stärksten Charakter im Naruto-Universum? Nicht gegen den Typen. Es kommt noch ein stärkerer und Boruto muss ja immer wieder hier alles machen hier. Ja, aber das ist ein etwas längerer Arc tatsächlich. Okay. Weil damals wurde bei Boruto der Anfang, wurde halt gezeigt, halt wo er schon erwachsen war. Ja. Und gesagt, der Gegner hat einfach gesagt so, ich werde dich dahin schicken, wo der Hokage jetzt ist. Und jetzt okay. Sind halt viele der Vermutung, dass er, man hat vorher den Verdacht gehabt, als würde Naruto wirklich sterben. Aber jetzt ist er anscheinend einfach nur praktisch gesehen in einer Art entführt worden, in eine andere Dimension geschickt. Selbst Sasuke konnte halt ihn in dem Moment nicht retten. Ich find's sehr komisch, wie halt einfach nur noch Wesen kommen kann, was doch stärker ist, wenn da irgendwie Naruto, keine Ahnung, irgendwie den Gründerin des Chakras vernichtet hat oder so. Ja, das ist halt so, dass der jetzt, dass die neue Generation, sprich also die Boruto-Generation, ja. Noch andere Kräfte hat, die, glaube ich, mit Chakra eher weniger zu tun hat tatsächlich. Aber so genau weiß ich nicht. Ich lese mir den Boruto-Manga tatsächlich nicht durch. Ich habe das jetzt einfach nur aufgeschnappt. Okay. Weil ich mir dazu ein Video angeguckt habe. Interessant. Der Manga soll sehr, sehr gut sein, der Anime aber halt einfach nur Müll. Was ich tatsächlich auch bestätigen kann. Weil wir sind wieder bei Boruto, aka, wir gehen einfach nur noch für Füller. Weil wir die Anime-Serie länger machen müssen, weil der Manga nicht so weit vorgeschritten ist. Ja, das ist Klassik Naruto hier. Mit seinen 242 Filler-Folgen. Ne? Insgesamt. Obwohl es ca. 505 Folgen gibt. Ich meine, ich muss mir das mal vorstellen, man kann Hunter x Hunter 1,5 mal durchgucken, während man die ganzen Filler von Naruto guckt. Das ist grausam. Das ist wirklich grausam, aber ich stelle mir halt, das ist halt relativ schade für die Anime-Serie, obwohl ich es halt damals sehr gern geguckt habe. Hm. Ich werde mir halt einfach nie One Piece mehr geben können. So. One Piece? Ist auch, weißt ja. Du, was hat das jetzt mit One Piece zu tun?
Nein, ich meine, wegen Füllern oder so ein Kram. Ja. Oder generell wegen lange Animes. Ich werde definitiv nie wieder mit One Piece anfangen. Ja, das, nicht bei diesen Fillern. Das ist mir einfach viel zu schade. Da müsste ich schon auf von One Piece Kai warten. Und das wird lange, lange dauern. Da sind wir alt, bis das passiert. Wahrscheinlich. Er soll ja bis bald zu Ende gehen, ne? One Piece? Aber er ist, glaube ich, so im. Was hab ich gehört? 2014? Nicht 2014. 2014. Ja, 2024. Also in 5 Jahren. Echt schön, mal das Ende zu sehen. Ich will nur einfach nur reinspicken, hey, was ist jetzt das Ende von One Piece? Nur das würde mich interessieren, einfach. Tatsächlich mich auch. Wir wissen, was das One Piece ist. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es mich aus den Schuhen hauen wird. Es wird mich sicherlich enttäuschen. Wahrscheinlich, ja. Nach so vielen Jahren. Das ist bestimmt irgend so ein Bullshit. Das One Piece ist die Freundschaft, die du auf den Weg gesammelt hast. Und so. Ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich ist da wirklich nichts drin. Das wäre auch enttäuschend, wenn es einfach wirklich nur Gold wäre. Ja. Das ist es ja. Eigentlich alles, was da drin ist, kann eigentlich überhaupt nichts rechtfertigen, was... Diese lange Reise. Ja. Dann ist es sowas wie Ruffy ist eigentlich in ein Koma drin. Was One Piece existiert gar nicht. Irgend so ein Bullshit. Wie diese Gebiete noch als Kasten dargestellt werden. Oder mit einer Karte. Apropos, hast du schon gesehen, wie der neue Pokémon-Season wieder aussieht? Hab ich gar nicht gesehen. Da wurde schon ein Trailer gezeigt oder so? Es wurden Bilder gezeigt. Gott, sieht die noch schlimmer halt aus? Es ist halt einfach, also der Ash-Charakter ist einfach wieder Sonne und Mond. Also wieder beschissen. Ja, jetzt haben die aber keine Ausrede mehr für diesen Zeichenstil. Überhaupt nicht. Und vor allem, die machen immer noch mit Ash weiter. Wann kriegen wir einen guten Pokémon-Anime? Wahrscheinlich nie. Na dann. Also hier Derpy Ash in der neuen hier. Wie ist die neue Region eigentlich? Ich hab's vergessen den Namen. Oh, ich weiß es auch gerade nicht. In Großbritannien! Schwert- und Schildregion. Ja, und wir haben einfach dann wahrscheinlich wieder diesen alten Schema. Zagoku kommt auf die Zagoku gleich schon. Ash kommt in eine neue Region und Pikachu ist auch mal deutlich schwächer geworden. Ja, und hat keine Ahnung mehr, wie Pokémon funktioniert und so. Was? Pokémon essen? Essen? Das ihnen schmeckt? Was? Wenn man Elektro gegen was einsetzt, dann ist es sehr effektiv. Was? Das wusste ich zuvor nicht. Wieso ist bei Pikachu auf einmal so schwach? Ich bin doch Pokémon-Champ gewesen. Ja. Ja, aber nur in der Alola-Region. Hier sind die ganze Sache wieder anders. Ich habe gegen Starter-Pokémon verloren. Ja, genau. Und seine alle vorigen Pokémon schmeißt alle wieder weg. Ja. Vor allem das Kabi. Hat das Kabi eigentlich jemals benutzt? Ich glaube nicht, nein. Das hat sich, glaube ich, einfach so zu Kingdom weiterentwickelt, oder? Was, das weiß ich nicht. Ich bin in dem Pokémon-Anime-Abschluss-Ding überhaupt nicht drin. Ich auch nicht. Und ich bin froh drum. Das ist es nicht wert. Zeit zu verschwenden. Ich weiß nicht, warum Leute überhaupt ihre Zeit damit verschwenden. Es gibt so viele bessere Animes, die man gucken kann, einfach. Die Anime ist ja nicht mal gut. Es gibt einfach so viel Besseres. Ich gucke da lieber Naruto durch. Mit all seinen Fillern.
all seinen Fellern. Was machen doch Ninjas hier in diesem Schloss? Was machen hier Überwachungskameras? Woran sind die angeschlossen? Das ist doch alles Stein hier. Wo nehmen sie den Strom? Ah! Das ist, glaube ich, das YouTube der Schattendoppelgänger. Ja, wahrscheinlich, ja. Fuck. Das erinnert mich irgendwie ein bisschen an Rogue Legacy jetzt mit den ganzen Schurikens. Fuck, ich werde jetzt zerlegt. Tensorwarner. Ich werde echt zerlegt, ne? Es sind einfach zu viele, das ist das Problem. Stirb doch! Junge. Schon wieder so massig Energie verloren. Ja. Hälfte. Ja. Ich dachte, das könnte ich irgendwie rausnehmen. War lange her, seit ich in diesem Part des Spiels war. Käfer, der geht mir so auf den Keks. Ja. Na, hoffe ich, so lange wollte Kakarott nicht so. Krieg ich dir leider nicht sagen. Du hast es auch gespielt. Ja, aber das war halt nur ein Areal. Wie war denn das Areal so? War ich relativ groß tatsächlich. Ich meine, gab es Gegner so? Ja. Gängen die da auch so auf dich ab? Nein. Okay. Und das sind mehr so Einzelkämpfe? Nicht immer. Also es waren, also ich hatte einen Einzelkampf und das andere waren, da kam halt so kleine Wichsroboter auch mit dazu tatsächlich. Ja, aber die waren relativ harmlos tatsächlich. Kotzen gerade Wasser. Diese Statuen. Na, tue ich auch. Es hört nicht auf. Feuer im Malaysia. Und wieder vier. Nee, die ist doch. Nein, die verdecken sie alle dann sollen. Diese scheiß Ninjas. Ich werde gehitstunt, Alter. Was ist das, League of Legends? Ja, die ganze Zeit, ey. Genau, wenn du da, wenn du in das nächste reingehst, hättest du dich auf jeden Fall zu einer Superstelle verwandelt. Wenn du so schnell down. Na, jetzt bräuchte ich irgendwie noch eine Sensorbohne. Da kann ich auch nichts machen. Wo bin ich eigentlich hier reingegangen? Weißt du was? Das lade ich neu. So, genau, sind wir wieder hier. Hatte ich einen siebten geladen? Ist das der siebte? Ich hab, das ist jetzt sieben. Okay, ich habe hier den Sensobohne nicht. Ich habe aber drei Fische. Gut. Ja, warum also ist das, dass du da oben einfach nicht reingebrochen? Genau, weil ich kann da nichts machen. Zumindest noch nicht. Das sind einfach nur Ninjas, die einen auf einen abgängen. Was ist das hier? Kann man jetzt was davon holen? Probieren wir es mal aus. Aber zuvor setzen wir ein Safe State.
Alter. Das sind so nervig. Das ist ja schon mal Zell. Ja, könnten Zell besiegen mit Leichtigkeit. Ich kann hier immer noch nichts machen. Oder warte, muss ich drauf schießen? Nee. Nee. Ja! <Voll durch. lacht> Na dann. Gehen wir mal weiter. Die rechte Seite war ich nicht. Ah, wir müssen schon zwei Dinge aktivieren. Jetzt! Oh! So, eins, zwei. Es gibt drei Stück davon, auch scheiße. Das überlebe ich nicht.